Bogenschützen. Oh, überall! Oh mein Gott, ich muss hier weg. Keine Bewegung! Seh dich! Schläft er! Fuck, er wird jetzt alle. Die werden jetzt alles aufwecken. Nein, nicht Studley! So ein Trottel. So. Keine Bewegung! Rennt hier hin, außer Will. Will rennt nochmal zurück. Bleib auf der Schiene. Na, sie haben. Little John getroffen! Weg hier! Aua, aua, aua! Weg, weg, weg! Hau doch ab! Oh mein Gott! Er wird platt gemacht! Ah! Rennt einfach hier hin. Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm! Okay. Los, steh auf. Scheiße. Komm schon, Kleiner. Oh, was für ein Chaos. Der kriegt schon wieder einen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm. Was mach ich jetzt? Los, steh auf. Komm und teste meinen Morgenstern. Little John blickt einfach nicht. Aua. Fuck. Wenn ihr jetzt auch noch Will Scarlet zu viel draufkriegt. So, ich muss hier von. Ich hätte das gleich so machen sollen. Moment. Oh, jetzt kommt der auch noch angerannt. Oh Gott. Okay. Ich will nicht, dass Will stirbt oder K.O. geht. Obwohl, wir haben eh immer zu viele Kleeblätter. So, Little John. 1, 2, 3. Und 4. So, und jetzt weg hier. Ah, fuck. Oh Mann, ist es dumm. Ich krieg das auf diese Art nicht auf die Reihe. Okay, einfach draufkloppen. Komm und teste meinen Morgenstern. Ja, bitte. Wir folgen halt nicht meine Aufgaben. So, zwei weniger. Au! Au! Au, 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 au! Er wird sterben! Na toll. Gut. Okay. Ja, verdammt. Der wurde aufgeweckt, aber das ist halb so wild. Den können wir noch irgendwie ausnocken. Und die anderen bringen wir jetzt hier hin. Hey du, wer bist du? Okay. Du wirst schon sehen. Der ist kein Problem. Nur die Halibardiers, die schlagen immer gleich zu, sodass ich Leben verliere. So. Von Unfähigen. Den bringen wir hier rein. Oh, ich kann nur hoffen, dass mir diesmal keiner folgt. Weil vorhin ist ja auch hier reingestürmt. Wurde dann zum Glück K.O. geschlagen, aber trotzdem. So, da rein. Ablegen und dann kommt noch der und dann haben wir sie alle erstmal aufgeräumt. Dann können wir sie alle nochmal K.O. schlagen und den hier hat immer noch keiner bemerkt. cool. Bruder Tuck kann, glaube ich, nicht so gut kämpfen. Die besten Kämpfer sind einfach, also erstmal Will Scarlet, weil er einfach abgeht wie Sau. Und dann natürlich Little John, weil er mit seinem Stab auch alles platt macht und keinen umbringt und so. Aber Will Scarlet ist einfach trotzdem der coolste. Ich probiere jetzt was. Ich Bande von Unfähigen. Gebt euch zu erkennen. So. Oh nein, es wird aber Will Scarlet eine Menge Leben verlieren, aber was soll's. Na, er kann blocken. Er ist ja der von den beiden, von Little John und Will Scarlet, der blocken kann. Ach du Scheiße. Er tut's aber nicht. Und weg hier. Hau ab! Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm. Oh fuck. Der wird noch verrecken. Oh Mann, jetzt muss der hier den nochmal reintragen. Oh, ich glaube, ich hasse dieses Level. Ich glaube nämlich echt, das ist echt krass. Ich glaube, da hing ich auch letztes Mal eine Weile. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Nein! Will läuft natürlich in die falsche Richtung, weil er so cool ist. Moment. Ich muss die 5 drücken. Oh mein Gott. Oh, gut, er hat nichts bemerkt. Warum zum Teufel läuft Will? Hallo? Will? Achso, er will da runterspringen. Wie vorhin dauernd angezeigt wurde. Na, wir treffen uns jetzt erstmal hier. Und, oh, da hat's... Studley Netze. Wir könnten... Nein, wir wollen die nicht anfangen. Oh, ich muss mir irgendwas ausdenken wegen dieser nervigen Bogenschützen. Es gibt einfach zu viele in diesem Level. Und zwar überall. So, das war jetzt ein Wespennest. Leider gibt es hier keine Nachricht darüber, was die Wespennester können. Das finden wir wohl erst später raus. Ja, hier gibt es eine Nachricht. Toll. Gut, okay.
Eigentlich theoretisch könnte ich auch meinen Klebler loswerden. Ich habe eh viel zu viele. Entweder ich könnte es so machen, dass Little John hier unten bekämpft, die einen bekämpft und Will derweil da oben die anderen bekämpft. Das wäre eine Möglichkeit, oder ich knall die einfach mit dem Pfeil ab. Ich will sie natürlich nicht umbringen eigentlich. Vor allem lasst mich der Typ hier, den könnte ich auch abknallen. Oh Mann, muss ich mir was überlegen. Am besten ich probiere es einfach mal, aber das wird verdammt schwierig, weil die beide schon fast kein Leben haben. Ich bande von Unfähigkeit. Ah, seht ihr, schon geht's hier los. Gut, okay. Es hat hier einfach zu viele Bogenschützen, ernsthaft. Was mache ich jetzt? Dich könnte ich abknallen. Dich könnte ich später auch noch abknallen, notfalls. Was ist das da? Auch ein Bogenschütze? Das wäre jetzt echt assi. Die da oben kann ich der Reihe nach ausschalten mit... Mit Little John müsste es gehen, ja. Nehmen wir mal Little John da hoch. Der kloppt die einfach alle. Das ist jetzt wirklich ein asoziales Level hier. Und bleibst du am besten hier. Bei Will. Will legt sich da mit dem Hellebardier an, während du alle K.O. schlägst. 1 und 2. Was macht ihr, müde Ball? Oh. Ja, das war ja geschickt. Okay, probieren wir es einfach mal so. 1, 2. Alles in Ordnung. 3. Schlaf gut. 4. Und weg hier. Was macht der müde Feigling? Ich bleib auf der Stelle stehen. In Deckung! Sie haben Bögen! Das war jetzt zwar eine gute Möglichkeit. In Deckung! Sie haben Bögen! Ah, sie knallen jetzt auch noch World Scarlet ab. Moment. Ah, nee. Alternative Schnellspeicherung, meine ich. Okay, aber Will kann ja hier runterspringen. Bande von Unfähigen. Und dann kann er die theoretisch ausschalten, wenn er es schafft. Also, Will runter, du K.O. Verzeihung, Kleiner. K.O. Alles in und Ort. Renn hin. Einer weniger. Komm und teste meinen Morgenstern. Komm schon, Kleiner. Aua. Aua, aua, aua. Der wird sich so okay. Nicht wiederholen. Oh, komm schon! Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben! Nun, komm schon! In Deckung! Sie haben Bögen! Wow, jetzt... Geh doch K.O. Ja, dreh dich halt noch wild im Kreis. Und... Träum süß. Und was macht der so? Willst du mich verarschen? Zurück. Ja, nee, du kommst zurück. So, gute Nacht. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Oh Gott, war das krass, aber ich hab's geschafft. Es war zwar sehr seltsam, aber es hat geklappt. Nein, Studley, nun schnappst du lieber die anderen. Bruder Tuck hat weniger Leben. Das heißt, wenn der hier rumläuft und die alle platt macht, dann... jetzt hier, egal. Gut. Du rennst jetzt einfach dahin. Gut, okay. Bruder Tuck, du fesselst jetzt alle, die hier auf den Burgmauern rumliegen, und du schnappst dir den Bogenschützen. Ich sehe den. Ja, mir doch egal. Keine Bewegung. Bleibst du wohl stehen? Komm und teste meinen Morgenstern. Das war klar, dass er stirbt. Aber ich hatte keine andere Wahl. Du hast keine. Obwohl, ich könnte versuchen, mit Dings da hinzurennen. Renn du mal dahin. Und du kannst auch rennen. Bruder Tuck? So. Ich hoffe, dass es jetzt hier ein bisschen flüssiger läuft. Also das Spiel. Dass ich hier ein bisschen besser durchkomme nach diesem harten Moment. Das war jetzt wirklich krass. So. Ich sehe dich. Komm schon, oh. Kleiner. Was macht der müde Feigling? Nein. Zum Angriff! Gut, dass du noch so viele Soldaten hast. Oh, da ist sogar einer. Alles in Ordnung. Oh, fuck. Und du willst ein Krieger sein. Was macht der denn? Oh mein Gott! Er ist tot. Jetzt, Moment. Alles nein, Alternative Schnellspeicherung.
Ich wande von Unfähigen. So. Was macht der müde Feigling? Nein, so, jetzt gibt's drauf. Bam, 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 bam. Ja, sehr gut. Nun gut, ich höre auf. Besser so. Oh fuck. Was macht denn der? Oh mein Gott, da ist einer aufge. Nein, das ist eine Frau. Was tut der eigentlich? Wo rennt der eigentlich hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Studley? Was zum Teufel geht bei dem für einen Film? Ich dachte eigentlich, er weckt die Leute hier drinnen auf, aber nein. Er rennt der echt zu Little John oder zu Scarlett oder so? Der Typ ist ja krass drauf. Er ist zu stark. Das sind einfach zu viele, du Idiot. Er ist zu stark. Ja, nee, jetzt kämpfst du aber nicht gegen Bruder Tuck, oder? Ich lass ihn mal ein bisschen in der Gegend rumrennen. Oh oh. Nee, er hat niemand geweckt. Zum Angriff! Führet sie zu mir, die bedürftigen Soldaten, wird dein Tod sein. Dunkel. Klatsch. Oh, diese Art Übung ist mir zu anstrengend. Wer schläft, sündigt nicht. Geil. Ich habe noch nie mit dem Kerl gekämpft, aber der labert so einen coolen Müll. Ich habe auch neulich erfahren, dass wenn der Keulenmann einen K.O. schlägt oder einen umbringt, weiß ich nicht, sagt er, was, spielst du nicht mehr mit? Sau cool. Ja, wir lesen jetzt erstmal das Ding hier und wir können das Teil hier öffnen. Die Wespen in diesem Stock werden und die Rüstung unserer Feinde krabbeln. Das sollte sie für einige Momente ablenken. Oh, das hätte ich ja eigentlich benutzen können. Na, nee. Ist besser so. So, wir machen das Ding hier auf. Und schon haben wir eine Zugbrücke. Leider sind dadurch, glaube ich, einige Leute aufmerksam geworden. Das wäre jetzt doof, wenn das wirklich so wäre. Nö, da ist gar niemand drin. Gut. Da oben ist auch niemand. Okay, cool. Also schnappt ihr ein Wespennest und dann rennt ihr alle fröhlich da rein. Oh, er kann nur maximal 4 tragen, ja. Das, liebe Leute, ist der schwere Modus. Okay. So, Bruder Tuck, schnappt ihr hier ein paar Bier. Kann immer nur noch 4 tragen. Dann frisst du erstmal eine Lammkeule. So, fast volles Leben. Ich glaube, er kann auch nur 4 Lammkeulen tragen. Jo, frisst denn noch eine. Dann kannst du hier noch eine aufheben. Dann bringst du eine zu den Leuten hier. Und dann kannst du noch eine aufheben. Oh, fuck. Deshalb. Ha, nix da. Komm und teste meinen Morgenstern. Aua. Jedes verdammte Mal. Oh, das ist auf K.O. Oh, fuck. Nein, so kann ich das hier nicht machen. Wo ist Scarlett? Muss... Wo kommt der Typ eigentlich hergerannt, der uns da sieht? Ich bande von Unfähigen. Was zum Teufel, ich sehe ihn auf der Karte, da rennt er. Wieso was? Er hat jemanden von hier bemerkt und ist ernsthaft hinter die Zugbrücke gerannt, damit er da hingucken kann, oder was? Oh Mann, was für ein Freak. Egal, ich schicke Will Scarlett mal wieder hier hin. Studley hat eh zu viele von den Dingern, okay. Ja, der Typ kommt tatsächlich mal wieder in Zeitlupe angelaufen. So, friss 1. Friss 2. Schnapp dir nochmal welche und... Block. Ah, verdammt, ich fass es nicht. Komm und teste meinen Morgen. Komm und teste meinen Morgen. Jedes Mal derselbe Satz. Ja, das war alternative Schnellspeicherung. Ja. Du musst schon in die richtige Richtung gucken, glaube ich. Ja, ich denke mal, dass es jetzt geht. Oh, du musst erstmal essen. Block, Block! Oh, du blöder Penner! Geh sterben! So. Mann! Ich kann Wills Leben nicht retten. So, du sammelst hier fröhlich Geld ein und was ist das? Was ist das? Normale Lammkeule? Nee. Ich hab keine Ahnung, was... Ach du Scheiße! Oh nein. Oh nein. Ist, wie ätzend. Na, dafür fängst du jetzt eine. Hör auf zu blocken, du Penner. Fuchtel, Fuchtel. Ach, egal, Hauptsache K.O. So, jetzt muss ich erstmal den Ritter ausschalten. Den habe ich gar nicht bemerkt. Und gleichzeitig muss ich Lammkeulen fressen. Wie blöd. Moment, nein, Little John kann ihn natürlich K.O. schlagen. Little John kann ihn natürlich K.O. schlagen. Der braucht überhaupt keinen. Will braucht überhaupt nicht gegen den kämpfen. Wenn der eh schon so wenig Leben hat, ich meine, hallo.
So, John. Sag gute Nacht zu ihm. Verzeihung, Kleiner. Jawohl. Seht ihr, funktioniert. So, du sammelst hier Geld und du holst mal das Gold. Und was zum Teufel liegt denn da? Da liegt irgendetwas. Aber ich weiß nicht, was es ist. Aber es kann niemand aufheben. Naja, was soll's. Okay. Ihr geht wieder runter. Nur Bruder Tuck gibt erstmal den Armen und Alten hier was zu essen. Ach, die Soldaten haben die gesamte Nahrung geschlagen. Wir sterben vor Hunger. Hättet ihr die Güte uns das Essen gegeben? Miam, miam. Vielen Dank für eure Großzügigkeit, mein Herr. Nehmt dies. Es wird euch Glück bringen. Ja, wow. Danke. Toll. Scheiße. Ich habe hier tatsächlich jetzt ein Kleeblatt und habe mir schon gedacht, dass ich eins kriege, aber leider ist jetzt bis jetzt noch keiner abgekratzt. Und leider kriegen wir auch noch verdammt wenig Leben zurück, wenn einer abkratzt und dann mit dem Kleeblatt gerettet wird. Das heißt, mit Absicht werde ich jetzt keinen abkratzen lassen. Ich werde nur hier... Ja. Hör, da ist ja noch mehr Gold, das habe ich gar nicht gesehen. Bruder Tuck, du darfst auch mal Gold sammeln. 1000. Schön. So, hier können wir nicht aufschließen, das war ja klar. Aber wir können hier rein. Was uns nicht viel bringt. Oh doch, da kommen wir hier raus. Oder wir können oben rein. Oder? Oder ist da auch abgeschlossen? Nein, da ist nicht abgeschlossen. Kann Bruder Tuck eigentlich auch aufschließen? Tatsache. Okay, Bruder Tuck kann genau wie Studley fesseln und Türen aufschließen. So. Bande von Unfähigen. Und jetzt haben wir schon wieder dieses Problem. Oh Gott, ich hasse es. So, wen schicken wir los? Ich würde gerne Will vorschicken. Also nicht darunter, sondern darüber. Aber der hat einfach so wenig Leben. Oh fuck, man sieht ihn. Gut, wenn ich hier alle losschicke, dann sieht man die alle. Oh Moment, ihr müsst irgendwo noch Pfeile gehabt haben. Die kann Robin mal schnell einsammeln. Wo waren denn die Pfeile? Ich will nämlich jetzt nicht unbedingt die Pfeile da einsammeln, dann muss ich nämlich da auch noch hinlaufen und... Hä? Ach da! Okay, schnapp dir mal hier den Pfeil. So, Will, öffne das Tor. Hehehehe. Tja. Die kommen nicht mal runter. Pfeifen. Okay. Da wir so viele Steine hier rumliegen haben und daheim in Sherwood auch noch jede Menge Steine haben,